Hallo und herzlich willkommen in meiner kleinen Sauna und viel Spaß mit diesem Video. Ja, richtig gehört, Sauna. Hier oben sind locker 40 Grad. Ja, ich schwitze mir hierhin ab, deshalb sehe ich heute auch ein bisschen struppig aus, weil Haare machen lohnt sich nicht wirklich, weil ich alle 10 Minuten duschen gehen muss. Ja, was machen wir heute? Ich möchte heute mit euch den Inhalt dieser Tasche testen. Und zwar ist das von LCN der Gel, Wow Hybrid Gel Polish. Ja, ich bin gespannt darauf, ob es wirklich das hält, was es verspricht. Und ja, fangen wir doch einfach mal an, das Ding auszupacken. So, gucken wir noch mal, was hier also alles Schönes drin ist. Auf jeden Fall schon mal Zeletten, ganz wichtig. Dann haben wir hier noch ein Korrekturstift, auch sehr cool. Öl, Nagelöl. Nagelöl ist immer gut, kann man zwischendurch immer gerne mal verwenden. Eine Glasfeile. Dann, was haben wir hier noch? Primer. Da geht es schon in die professionelle Richtung. Dann haben wir hier noch eine Farbe, und zwar Pure Passion. Mal gucken, wie die so aussieht. Und dann haben wir auch noch den Topcoat. Jawohl. Und... genau, und Remover zum Entfernen, falls ihr mal eine andere Farbe haben wollt. Und natürlich auch noch dieses geile Täschchen, was ihr gerne mal zum Feiern gehen oder so benutzen könnt. Ja, was kann ich euch zu diesen Produkten jetzt schon mal vorab sagen? Der Hersteller verspricht auf jeden Fall, dass das Ganze innerhalb von einer Minute trocknet. Das braucht kein UV-Licht, sondern das normale Licht, Tageslicht soll dafür ausreichen. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob das wirklich funktioniert. Zudem ist das Ganze rillenfüllend. Also für Leute, die leichte Rillen auf den Nägeln haben, ist das wahrscheinlich die richtige Wahl. Und dann ist das Ganze auch noch 100% vegan. Also wer gerne mal auf Tierversuche verzichten möchte oder auf tierische Produkte, ist das auf jeden Fall die richtige Wahl. Zudem ist das Ganze natürlich auch etwas stabiler als normaler Nagellack. Dadurch könnt ihr den Naturnagel etwas mehr verstärken. Und ja, das Ganze wollen wir doch jetzt gleich mal ausprobieren. Zusätzlich zu diesen Produkten, die in der Tasche sind, werde ich heute noch ein paar andere Produkte benutzen zur Maniküre. Grundsätzlich reicht das, was in der Tasche ist, komplett aus, um euch die Nägel zu lackieren und nett zu machen. Aber ich möchte das Ganze heute ein bisschen genauer machen, deshalb habe ich diese Produkte hier noch bestellt. Das wären einmal die 100-180er Feilen von LCN. Dann habe ich noch einen kleinen Fräskopf bestellt, der auf jeden Fall richtig geil ist. Den habe ich jetzt schon im Vorab schon mal etwas getestet. Der funktioniert wirklich sehr gut, um die unsichtbare Nagelhaut zu entfernen und auch ein wenig die Nagelhaut. Dann habe ich hier noch ein paar Farben, die werde ich euch zum Schluss dann auch nochmal zeigen, wie die so auf einem Tipp aussehen. Die werde ich jetzt nicht alle bei Franzi auf die Nägel drauf malen, das wäre ein bisschen too much. Dann habe ich noch ein paar Rosenholzstäbchen, auch ganz wichtig. Ihr könnt das natürlich auch mit einem Pro Brusher machen oder einem Nail Art Tool eurer Wahl. Zudem habe ich dann auch noch ein paar Buffer, auch ganz wichtig. Und auch noch einen Nagelweicher, um die Nagelhaut so ein bisschen darauf vorzubereiten, dass sie gleich entfernt wird. Das Ganze macht die Nagelhaut ein bisschen weicher und lässt sich dadurch schöner entfernen. So, genug geschwafelt, starten wir jetzt mal mit der kleinen Maniküre. So, gucken wir uns jetzt erstmal die Grundlage an, die wir hier so haben. Das sind Franzis Nägel, da war natürlich Gel drauf. Das Gel haben wir jetzt entfernt. Ein paar Reste haben wir noch und die werde ich jetzt noch schnell mit den 100-180er Feilen von LCN entfernen. Vorher natürlich die Feile entgraten, weil hier sind scharfe Kanten. Einfach mit einer anderen Feile oder mit einer alten Feile entlang gehen und schon habt ihr die Feile entgratet und könnt damit sicherer feilen. Das braucht ihr natürlich nur machen, wenn ihr wirklich noch Gelreste auf dem Nagel habt. Ansonsten braucht ihr natürlich mit einer Feile nicht auf dem Naturnagel rumfeilen. Ich benutze hier die 180er Seite. Alles andere wäre natürlich zu grob für den
Naturnagel. Ja, wenn ihr Gelreste drauf habt, ist das natürlich die schönste Art und Weise, die zu entfernen. So, das wäre geschafft. Als nächstes machen wir eine kleine Maniküre, das heißt, wir bearbeiten die Nagelhaut ein wenig. Dazu habe ich hier von LCN so einen Nagelhautweicher. Auf jeden Fall sehr gut, wenn man auch trockene Nagelhaut hat. Das heißt, das Ganze einfach auf die Nagelhaut auftragen. Das Ganze weicht das so ein bisschen an und lässt sich dann schöner entfernen. Schön großzügig das Ganze auftragen. Da braucht ihr nicht sparen mit. So, und dann lassen wir das Ganze kurz für 2 Minuten einwirken. So, als nächstes werde ich erstmal die Nagelhaut zurückschieben. Dazu einfach Rosenholzstäbchen oder ein Nail Art Tool eurer Wahl nehmen und dann einfach die Nagelhaut ein wenig zurückschieben. So leichte Nagelhautfetzen lassen sich jetzt natürlich auch schon entfernen. Ansonsten müsst ihr natürlich ein bisschen aufpassen, falls die Kundin eine Verletzung hat oder so, da nicht unbedingt so krass reinstechen. Und auch nach jeder Kundin das Rosenholzstäbchen erneuern, beziehungsweise nach der Kundin sofort wegschmeißen. Ich werde jetzt hier noch den Fräskopf von Busch nehmen. Der ist ganz geil für die Nagelhaut, habe ich gerade schon ausprobiert. Der funktioniert wirklich sehr gut, kriegt ihr auch bei LCN, werde ich euch alles unten verlinken. Und ja, damit werde ich jetzt erstmal noch ein bisschen die Nagelhaut entfernen und die unsichtbare Nagelhaut. Mit so einem Fräskopf könnt ihr die Kunde natürlich schnell verletzen, deshalb wirklich nur eine geringe Drehzahl wählen und dann wirklich vorsichtig einmal an der Nagelhaut entlang gehen. Wirklich auch erstmal bei euch testen an den Nägeln, um zu wissen, wie sich das Ganze so anfühlt und verhält und wann das Ganze anfängt, weh zu tun oder beziehungsweise unangenehm zu werden. So, falls ihr dann natürlich noch mehr überschüssige Nagelhaut habt, dann könnt ihr das natürlich noch mit so einem Nagelknipser entfernen. Ja, dabei erstmal an euch selber ausprobieren. Ihr kennt das ja schon mal in der Regel, damit ihr wisst, wann ihr quasi auf Öl stoßt oder auf Blut. Und ja, damit dann quasi ganz vorsichtig die überschüssige Nagelhaut entfernen. Wirklich nur, wenn zu viel da ist. Ansonsten würde ich euch lieber empfehlen, die nur zurückzuschieben. Das reicht meistens auch schon. So, da wäre die Nagelhaut jetzt schon mal entfernt und schön vorbereitet. Das nächste, was wir tun werden, ist jetzt den Nagel noch ein bisschen nett zu machen, weil der ist natürlich vorne an der Spitze noch ein bisschen hubbelig und den wollen wir jetzt natürlich noch schön feilen. Dafür nehme ich die Glasfeile, die in dem Set dabei war. Damit lässt sich wirklich ganz schön der Nagel in Form feilen und das werden wir jetzt mal tun. Ich würde euch empfehlen, den Nagel am besten rund filen, weil das hält am besten bei Naturnägeln, vor allem wenn sie ein bisschen dünner sind. Wenn ihr die eckig haben wollt oder eckig feilt, dann kann es schnell mal passieren, dass die an den Seiten einreißen und euch die Spitze dann flöten geht. So, kommen wir jetzt zum Lackieren. Erstmal benutzen wir den Primer, der dabei war, um den Nagel ein wenig vorzubereiten. Der Primer ist einfach dafür da, um den Nagel aufzurichten, also die Struktur des Nagels aufzurichten und das Ganze, falls nötig, zu entfetten. Ganz dünn auftragen. Möglichst nicht an die Nagelhaut kommen. Wenn ihr zu viel auf dem Pinsel habt, dann einmal kurz abtupfen. Auf einem Zeber oder wie auch immer.
und das einmal mit allen Nägeln machen. So, nachdem das Ganze einmal komplett eingezogen ist, können wir auch schon direkt mit der Farbe beginnen. Falls ihr sehr stark angeraute Nägel habt, würde ich euch empfehlen, darunter einen Basecoat zu nehmen. Aus dem Grund, ihr kriegt es dann leichter ab, falls ihr euch das mal entfernen wollt und eine andere Farbe drauf machen wollt. Ansonsten ist das bei dem Wow-Nagellack sonst nicht nötig. Ihr könnt, also der Basecoat ist hier direkt schon mit drin enthalten und ja, das hält auch ohne. So, das Ganze kommt dann einmal drauf. Ich spreiz den Pinsel dann ein wenig mit ein wenig Druck und guck dann, dass ich in jede Ecke komme. Da der relativ schnell trocknet, müsst ihr natürlich auch ein bisschen schneller arbeiten. So. Ich nehme immer erst einen Tropfen. Dann versuche ich das Ganze an der Nagelhaut fertig zu machen. Links, rechts. Und dann einmal ausmalen. Also wenn ihr denkt, dass ich zittere, das ist nicht so. Ich versuche hier nur wirklich vorsichtig in die Ecken reinzukommen und das Gel da so einzumassieren, den Lack einzumassieren. Funktioniert in meinen Augen immer noch am besten, wenn ihr das so in leicht zittrigen Bewegungen macht. So, und das Ganze lassen wir dann einmal eine Minute, ich lasse es mal eine Minute 30 durchhärten und dann kommt die zweite Schicht. So, um euch zu zeigen, wie ihr einen übermalten Nagel wieder schick kriegt, mache ich das hier einfach mal bei dem, wenn ich hier mal so durch die Ecke gehe. Solltet natürlich erstmal den Nagel komplett fertig machen, bevor ihr dann korrigiert. Ja, und dann ist hier so ein Korrekturstift dabei. Den könnt ihr wunderbar nehmen, um dann sowas auszubessern. Einfach, hier ist nämlich Nagellackentferner drin, einfach hier durchgehen und schon habt ihr ein sauberes Ergebnis. So, und das lassen wir dann auch nochmal kurz durchziehen. So, man sagt eigentlich, also viele machen es immer mit der Lippe. Ich packe jetzt einfach mal so drauf, um zu gucken, ob der trocken ist. Das sieht gut aus. Kann man jetzt auch komplett. Am besten immer erstmal so ein bisschen vorsichtig an der Seite, aber wie gesagt, der hier ist nach einer Minute trocken. Und dann können wir jetzt auch direkt schon die zweite Schicht auftragen. Wenn ihr die erste Schicht vernünftig gearbeitet habt, braucht ihr bei der zweiten nicht mehr so drauf achten, ob ihr in die Ecken kommt oder nicht. So, bevor ich den Topcoat drauf mache, gucke ich jetzt noch einmal mit dem Korrekturstift alle Nägel durch, ob ich irgendwo an die Haut gekommen bin und falls ja, dann natürlich sofort entfernen das Ganze. So, auch bei der zweiten Schicht gucke ich einmal, ob das Ganze trocken ist. Das sieht auch gut aus. Auch wieder eine Minute, also wie versprochen, ist das Ganze schnell getrocknet. Und dann kommt jetzt auch schon direkt der Topcoat drauf. Natürlich auch wieder darauf achten, dass sie nicht an die Haut kommt, ganz klar.
So, zum Schluss kommt jetzt einfach nur noch Nagelöl drauf. Das ist auch mit in dem Set dabei. Ja. Einfach auf die Nagelhaut auftragen. Immer ganz gut zur Pflege. Falls ihr auch trockene Nagelhaut habt im Winter oder irgendwie so, dann ist das immer sehr geil. Kann man zwischendurch auch gerne mal machen. Einfach in der Handtasche packen. Und mal eine Langeweile, wenn ihr auf Arbeit seid, auftragen. Und dann sind wir auch schon mit der Maniküre, mit unserem Wow Hybridgel fertig. So, das war es jetzt auch schon mit unserer kleinen Maniküre. Ich zeige euch jetzt noch schnell, was ich noch für Farben bestellt habe, beziehungsweise was sich Franzi für Farben noch ausgesucht hat, weil ich lackiere mir nicht die Nägel, sondern eher sie. Und zwar wäre das die Farbe Ballet Dancer. Das ist für einen sehr natürlichen Look für Leute, die mal keinen Bock auf Farbe haben, aber trotzdem ein bisschen schöne Nägel haben wollen, ist das die richtige Wahl. Dann habe ich hier noch einen weiteren Rotton, das wäre Big in Love. Auch ganz schön. Dann noch Sweet Coral, für den Sommer so ein bisschen gedacht, genauso wie My Dear Rose ist auch sehr schön im Sommer zu tragen. Ja, so, wie ist jetzt mein Fazit zu den Produkten? Fangen wir doch erstmal mit der Trocknungszeit an. Die Trocknungszeit kann ich so halb unterschreiben, was der Hersteller angibt. Das Ganze ist auf jeden Fall in einer Minute so weit, dass ihr es ein zweites Mal überlackieren könnt oder ein drittes Mal, wie auch immer. Also die einzelnen Schichten sind auf jeden Fall nach einer bis eineinhalb Minuten auf jeden Fall so weit, dass sie nochmal überlackiert werden können. Genau wie der Topcoat, der ist auch relativ schnell erstmal so angetrocknet. Allerdings stoß- und kratzfest ist das Ganze nach einer Minute auf keinen Fall. Da solltet ihr auf jeden Fall nochmal circa 10 Minuten warten, 10 bis 15 Minuten, und dann könnt ihr damit auch gerne mal unter die Dusche gehen oder euch fertig machen für einen schönen Abend. Ja, zum Rillenfüllen muss ich sagen, wenn ihr wirklich Naturnägel habt, die nicht vorbelastet sind, dürfte das auf jeden Fall super funktionieren. Bei Franzis Nägel waren die Nägel jetzt natürlich stark angefeilt durch das Gel, und da ich wirklich alles Gel komplett entfernt habe, waren die sehr stark angeraut. Ich habe das Ganze zwar noch ein bisschen mit dem Buffer ausgleichen können, aber da hat der Hybrid Gel Polish trotzdem ganz gute Arbeit geleistet. Es kommt jetzt natürlich auf die Lichteinstrahlung an und wie genau man da drauf guckt. Dann sieht man natürlich noch leichte Rillen auf dem Nagel. Ja, alles in allem eigentlich ein ganz schönes Produkt. Auf jeden Fall eine schöne Alternative zu den ganzen Nagellacken und Co., die ihr so in verschiedenen Drogerien bekommt. Wenn ihr euch das Ganze gerne mal gönnen wollt, dann dürft ihr den Gutscheincode UNICORN20 hier unten nochmal eingeblendet. Gerne bei der Firma LCN, und ihr bekommt 20% auf alle Wow Hybrid Gel Polish Produkte. Aber nähere Infos findet ihr hier unten in der Infobox, da gerne mal reinschauen. Was ihr da auch findet, ist das Gewinnspiel und alle Bedingungen, die ihr erfüllen solltet, um daran teilzunehmen. Ihr könnt dieses kleine Starter-Set gewinnen. Auf jeden Fall, was ihr dafür tun solltet, ist der Abonnent von meinem Kanal sein, auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall auch noch den Hashtag, was nehmen wir denn? Den Hashtag Nagellack unten in die Kommentare reinklöppeln. Das Ganze wird nächsten Montag gezogen. Wie gesagt, nähere Infos unten nochmal in der Infobox. Und ja, ich wünsche allen viel Glück und viel Erfolg beim Gewinnen. So, das soll es jetzt auch schon gewesen sein mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche, wie gesagt, allen viel Glück beim Gewinnspiel und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Fröhlich Nageln mit Chris. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Chris.